habe ich oben und unten halt schwarze Streifen, das ist mir jetzt egal. So. Du kannst halt auch ein Texture Pack erzwingen, damit alle dann deine Bilder sehen, aber das ist. So, wo steht ihr denn? Ah ja, kommt zu mir. Da hatte ich schon Disconnect. Kommt zu der großen Brücke, die Richtung Schafsdingsbums kommt. Das wollte ich sagen. Ja, Moment. Die Richtung Schafsdingsbums geht. Mach noch die Möhren weg. Da. Hat der immer so lange braucht hier, Möhrenfreak. Hey! Ach. Die kaputten Dinger sind ja immer noch nicht repariert. Oh, nee, sind zwei sogar. Kommen auch immer mehr dazu, wenn mich dann Leute hauen, ich hochfliege und dann Feldblatt mache. Los. Ja, ich drücke immer Shift, wenn ich da mache. Von früher her noch gewohnt. Los, geh reparieren. Ey, so, da passt jetzt. Weil dann wächst der ganze Kram hier. Ah, ich weiß, warum die Server, warum der Server gerade so geleckt hat. Warum? Wir haben hier und drüben ja erstmal alle Viecher gefüttert und dann hat er wahrscheinlich gerade in dem Moment 20 Viecher pro Chunk neu generiert. Es wird Nacht. Jo, so viel dazu. Was kommt davon, wenn wir so trödeln? Naja, wir hatten auch Disconnect, ne? Wenn wir jetzt ernsthaft bei was durchlaufen. Was bitte? Ach. Naja, von hier aus. Was habe ich? Navin, du hast eine verzauberte Rüstung. Ja, weil ich hatte noch 5 Level und gesagt, scheiß drauf. Ich habe gedacht, na gut, dann packst du halt die auch noch drauf. Beat Gandalf! Bei mir, ich sehe nur einen leeren Boden, nicht geladen. Oh, jetzt hat's geladen. Oh. Zack! Aha! Oh, bei mir lädt irgendwie die Chunks nicht nach gerade. Ich sehe hier den ganzen Boden. Auch jetzt nicht mehr. Ah, ihr könnt mir ein bisschen schummeln. Da hinten ist eine beleuchtete Höhle. Ne, wir haben ja gesagt, wir laufen dahinter in die Richtung. Also hier. Hier lang, ne? Weil hier sind wir letztes Mal ja, also nach rechts sind wir letztes Mal schon gelaufen. Ja, da will ich ja nicht laufen. Hier ist ja richtig, ne? So. Ja, geradeaus. Warte mal. Ja, ah. Bis zum Ende des Chunks und noch viel weiter. Ja, viele Creeper, 2 Creeper hinter euch, ja. Wie er geflogen ist. War nicht unbedingt die cleverste Idee, springen während der Creeper explodiert, merke ich gerade. Aber es war sehr gut auch. Ja, sehr ich will es haben. Das, die ganz weißen und die ganz schwarzen sind voll die Zicken. Mhm. Jolly Jumper war ganz schwarz. Ah, man, ich guck gerade, wie weit man die Markierung noch sieht, ne? Ja, hier hört's auf. Also, wenn du hier nochmal eine hinsetzt. Das war der Plan. Ich muss nur hier so ein bisschen über die Baumkrone kommen. Hat eigentlich jemand einen Bogen dabei? Nein. Nö. Wie? Sehr gut. Ich also, bin kein Fernkämpfer, ich will keiner sein. So, wir laufen jetzt schön in. Brennt da hinten was? Guck mal, da hinten brennt's. Ja, ja, da ist Lava. Da laufen wir jetzt schön hier in noch nicht generierte Chunks. Also, wenn wir Glück haben, finden wir ein Dorf.
Ja, ich bin hier schon mal verloren gegangen, aber nicht ganz so weit. Das Problem ist, hier sind so viele Bäume, ich sehe unseren Markierungsturm nicht. Ach, das ist gar nicht Navi, das ist ein Zombie. Sieht jemand unseren Markierungsturm? Nein. Nee. Das ist voll scheiße hier. Mit den ganzen Bäumen. Fast wollte ein Creeper bei mir explodieren. Ich sehe ihn aber von hier aus nicht, ist ja ätzend. Wo bist du denn, Ria? Auf dem Türmchen da. Hinter dir auf dem Turm. Und das ist echt da fies. Da muss ich noch was in diesem Turm dran bauen. Aua. Ups. Ich habe aber auch nicht ewig viel Stein dabei, ne? Nee, notfalls habe ich noch meine goldene Axt dabei. Ja, dann mach mal hier um meinen Pfeil rum mal ein paar Bäume weg. Ich wollte eigentlich gerade sagen, da können wir notfalls Markierungen aus Bäumen bauen, aber... Ich glaube, das ist hier so ein bisschen dumm. Ich denke jedes Mal, Navi wäre ein Zombie. Und wenn ein Zombie vor mir steht, denke ich mir, ach cool, Navi. Oh, Höhle. Wow, tief. Oh, Lava. Boah, hier sieht man ja nichts von lauter Scheißbäumen. Oh, da hinten schaut noch Sumpfbiom aus. Oh, Creeper! Boah, ich liebe Rückstoß. Das ist bei Creeper gar nicht so blöde. Merke ich gerade. Naja, sagt nur die Erfahrungspunkte rein. Hey, du hast einen Schlag gemacht, ich zwei. Ich habe aber mehr Schaden gemacht. Ach, Ivo. Service. Das ist ja geil. Ich sehe da vorne nur die Gräser in der Luft schweben, aber nicht die Blöcke, auf denen sie sind. Das sieht lustig aus. Service. Aber hier sieht man wieder den Markierungsturm, das ist schon mal nicht schlecht. Achtung, vorne rechts ein Creeper. Sorry. Willst du das Pulver aufsammeln? Da, hier nimm mal von meinem. Hier. Wo? Hier. Ah. Weil das macht keinen Sinn, wenn hinter jetzt dir jeder das gleiche aufsammelt. Mal zum Tee trinken, ja. Ja, du hast. Iri, willst du Hühner sammeln? Och, bin da flexibel. Na dann nimm. Wer nimmt sich das Zombiefleisch mit? Ich nicht. Da können wir Leder draus machen, ne? So. Na wie? Okay, aber jetzt kann er wenigstens nicht mehr verwechselt werden. Die fliegen ja immer noch, die Gräser. Die fliegen? Nee, die fliegen nicht. Ja, bei mir lädt der die Glocke nicht. Ich sehe hier auch, da ist eine Höhle mit viel Lava und alles drin. Echt? Ja. Oh, cool. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, ja. Eine fette Schlucht ist da irgendwie. Oh, hier oben auch. Ne, Kohle mit der Axt abbauen ist auch... Nee. Ey, meine... Gehst du weg? Ich war zuerst hier beim Kohle abfarmen. Warum ist hier auf einmal so hell? Ach so, eine Fackel. Oh, hier werden wir kein Dschungelbiom finden. Nee, es wird kälter. Berg. Ist der geflogen?
Boah, hier ist ein riesen Lavafluss irgendwo im Boden. Ah ja, okay. Ich muss hier noch hier ein Stück zurück, weil unser Turm ist schon wieder nicht mehr zu sehen. Ja, den habe ich doch noch gerade noch gesehen. Ah, jetzt da, hier. Baby-Zombie. Dann bin ich ja froh, dass ich gerade hier hoch bin. Ich habe nämlich gerade nichts mehr zu essen. Also ich habe schon Hunger. Aber wie er da hier geflitzt kam, ne? Hm? Ach, jetzt wird endlich jeder Tag. Sollen wir da vorne zum Gebirge oder sollen wir jetzt links gehen? Ich würde jetzt schon noch ein Stückchen geradeaus gehen, bis wir auf dem Schneeberg sind. Von da aus haben wir eine gute Sicht. Sollen wir einfach immer weiter geradeaus laufen? Ja, erstmal schon, ja. Ich meine wegen den Zombies, die einfach links liegen lassen. Keine Schere mitgenommen für mögliche Betten? Nee, für. Ich habe eine Schere bei. Ja, wegen Ranken. Ach so, ah, ja. Wir müssen nur immer gucken, von hier aus sehen wir natürlich unsere Markierung wieder gleich gar nicht. Hä? Wir sollten vielleicht eine ganz oben auf dem Berg setzen. Ja, das mache ich jetzt dann auch. Bergkreuz. Huch. Würde ich aber noch hier rechts an der Seite hochgehen. Ja, ja, ich bin jetzt nur ein bisschen um den Baum rumgegangen, wegen leichter Hochkommen. Wir können mal ein paar Schafe töten. Mal vielleicht doch später noch Betten bauen. Eine Bergziege! Brr. Wir können ja auch auf dem Weg Schutzhäuserchen bauen. Falls wir wieder den langen Weg laufen wollen. Weil wenn wir Schutzhäuser bauen, dann wäre ich sogar fast in Versuchung, die mit einem zumindest einem Einwegportal zurück zum Dorf zu verbinden. Also wenn man nochmal dieselbe Expedition macht, dann ouch, kommt man wenigstens wieder zurück. Ja, wir müssen halt dann Orte, wo Sachen sind, die wir sonst nicht haben, halt. Ich dachte, das geht nicht, aber hier kommt eine Wüste. Da ist heiß, da ist ein Kaltbiom neben einem Warmbiom. Tatsache. Da könnten wir natürlich auch wieder einen Wüstentempel finden. Ne? Mhm. Ich baue jetzt mal mein Türmchen. Sieht man halt nachts besser. Ja, baut gerade hier die Chunks auf. Was seid ihr denn? Ich bin an dir gerade vorbei runter Richtung Wüste. Ah ja, okay. Ich genieße die Aussicht. Ich würde jetzt Geronimo machen, aber wir haben noch keine Zauberei und ich fall noch nicht sicher genug. Ich habe jetzt mal sicherheitshalber unten am Berg nochmal eine Lampe gemacht, weil den anderen sieht man wahrscheinlich nicht. Hm. Sind wir wieder komplett? Wo ist Navi? Navi? Navi! Hey, listen! Ja,
Ja, auch nichts von der Afghanistan. Ich sehe da hinten ganz viel Kohle. Ja, dann. Bevor er jetzt wieder getötet wird und AFK ist, kicke ich ihn mal. Ah. Da ist er doch. Na, wir hören dich nicht. Navi!